In der letzten Folge war die Partystimmung ziemlich im Arsch. Schauen wir doch mal, ob die Jungs und Mädels sich wieder vertragen. Ich glaube, die Beziehungsprobleme rücken sowieso schon bald in den Hintergrund. Viel Spaß mit der 5. Folge meiner Serie The Quarry. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Sie nahm mir alles weg. Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist weggerannt. Sorry, der Rauch. Weißt du, so vom Feuer. Ich hab nur Luft gebraucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Rauch kann ganz schön fies sein, was? Mhm. Ist aber kein Grund wegzulaufen. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja, ist nur ein Spiel, oder? Klar. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Oh mein Gott!
einziges Game. It's not you thought. Scheiß drauf. When you first began you thought what you want. Now you can hardly stand it though, but now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Das ist meins. Tja, Pech. Ist Finderlohn. Morgen hole ich es mir wieder. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Nein! Nicht ein einziges! Arsch! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob! Was sollen diese Zahlen?
Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh, Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbubus! Hurricane Jake. It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Ach, hör auf zu rummeln! Attacke! Ah, hey! Blöd, Mann. Okay, hey, jetzt check das mal. Okay. Ja. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Sommercamp. Ja. Ach, ich kriege noch 9. Was? Jacob? Ach, Arsch. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht
vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Komm. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Okay, ich mach das. Die Schrotflinte hat eine Mordsstreuung. Pass gut auf. Von ihm! Stopp, stopp! Sonst knallt! Heilige Scheiße, Alter. Ich muss weg. Komm. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer. Halbnacktes Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Okay. Okay. Hallo? Was? Okay. Eins, zwei. Scheiße!
Fuck! Nicht doch. Bitte, bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick, hey, Kumpel, kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben, ja. Der Jäger. Stimmt, ja. Da war ein Typ und noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Er ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn? Ist Abby? Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Oh, sorry, Mann, sorry. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab! Wie tapfer. Okay, also
Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Halt! Nein, nein, nein! Nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Ah, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Oh Mann, da hat es Nick ganz schön erwischt. Was hat ihn da nur angegriffen? Ich würde ja sagen, ab in die Hütte und verbarrikadieren. Ob die Truppe das auch macht? Das erfahren wir nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, euer Otto Normalo.